Über Geld nachdenken von Nikolaus Braun. Klug entscheiden, gelassen bleiben, Lebensqualität gewinnen. In diesem Buch geht es um etwas, das uns alle betrifft. Geld. Doch anders als in herkömmlichen Finanzratgebern, die oft vorgeben, was wir tun sollten, wollen wir Ihnen hier Denkanstöße geben. Wir glauben fest daran, dass Geld mehr sein kann als nur eine bloße Anlage oder eine Empfehlung aus der Finanzpresse. Geld sollte ein Mittel zum Zweck sein, ein Werkzeug, um Ihre Lebensqualität zu steigern und Ihre Beziehungen zu festigen. Diese Ansicht teilt auch Nikolaus Braun, ein promovierter Historiker, der viele Jahre als Privatkundenberater in einer Großbank tätig war. Doch irgendwann rebellierte der Historiker in ihm gegen das System, das er so lange bedient hatte. Er erkannte, dass es beim Vermögensaufbau nicht darum geht, sich den Empfehlungen von Kundenberatern oder der Finanzpresse zu beugen. Stattdessen sollte Ihr finanzielles Handeln Ihre Lebensplanung widerspiegeln. In diesem Buch werden Sie keine konkreten Anlagestrategien finden, die Sie befolgen müssen. Stattdessen möchten wir Ihnen Impulse geben, um die richtigen Fragen über Geld zu stellen. Denn am Ende des Tages ist es nicht die maximale Rendite, die zählt, sondern die maximale Lebensqualität. Zusätzlich werden Sie in dieser Buchzusammenfassung erfahren, warum Geld die Lebensqualität steigern kann, wie Sie ruhig schlafen können, selbst wenn die Finanzmärkte turbulent sind, und wie Sie Zeit in Geld und Geld in Zeit umwandeln können. Kernaussage 1: Erstelle deinen finanziellen Kompass. In diesem Abschnitt sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, einen klaren finanziellen Kompass zu haben, um dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Viele Menschen denken bei Geld an Begriffe wie Sicherheit, Wohlstand oder Freiheit, aber diese bleiben abstrakt, solange sie nicht konkretisiert werden. Es ist entscheidend, klare Ziele zu definieren, da vage Vorstellungen dazu führen können, dass du dich verirrst und deine Ziele nie erreichst. Häufig tauschen Arbeitnehmer Zeit gegen Geld und hoffen, ihre Träume nach der Rente zu verwirklichen. Studien zeigen jedoch, dass mehr Geld nicht zwangsläufig zu mehr Zufriedenheit führt. Die Zufriedenheit steigt bis zu einem Jahreseinkommen von etwa 75.000 Euro an und stagniert danach. Mit steigendem Einkommen nimmt die Zufriedenheit sogar ab. Hier setzt Nikolaus Braun an. Um das Beste aus deinem Leben herauszuholen, ist ein finanzieller Kompass erforderlich. Frage dich, warum Geld für dich wichtig ist und wofür du es brauchst. Definiere klare Lebensziele und die Werte, die du im Zusammenhang mit Geld vertrittst. Sei so konkret wie möglich. Zum Beispiel könnten Selbstbestimmung im Beruf, die Finanzierung eines Auslandsstudiums für deine Tochter oder regelmäßige Familienurlaube wichtige Ziele sein. Vielleicht träumst du von einem Haus am Waldrand oder möchtest finanzielle Reserven haben, um ein Jahr lang nicht arbeiten zu müssen. Deine Ziele sollten deinen eigenen Werten und Überzeugungen entsprechen, nicht den Erwartungen anderer oder der Gesellschaft. Notiere deine Werte und Ziele auf einer Seite, um deinen persönlichen Finanzplan zu erstellen. Dieser Plan wird in den kommenden Abschnitten immer wieder eine wichtige Rolle spielen, da er dir hilft, den richtigen Weg zu finden. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, ist es entscheidend, gemeinsam Finanzentscheidungen zu treffen und offen über Geld zu sprechen. Dies wird umso wichtiger, wenn eure Werte und Ziele unterschiedlich sind. Konflikte können auftreten, wenn du sehr sicherheitsorientiert bist, dein Partner jedoch gerne Geld an der Börse investiert. Die Kommunikation über Finanzen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen finanziellen Planung. Kernaussage 2: Hinterfrage die Spielregeln der Finanzbranche. In diesem Abschnitt ermutigen wir dich dazu, die Spielregeln der Finanzbranche kritisch zu hinterfragen und dir bewusst zu werden, wer oder was bei finanziellen Entscheidungen möglicherweise im Weg steht. Viele Menschen verlassen sich immer noch auf ihren Bankberater, wenn es um Geldangelegenheiten geht. Doch dies kann problematisch sein, denn Bankberater sind in erster Linie Vertriebler. Sie haben klare Vorgaben, welche Produkte sie verkaufen müssen und in welchem Umfang. Ihre Provisionen hängen von den verkauften Produkten ab, nicht davon, ob diese Empfehlungen zu deiner persönlichen Lebenssituation passen. Auch andere Finanzdienstleister wie der Allgemeine Wirtschaftsdienst, MLP oder die Deutsche Vermögensberatung sind in erster Linie Verkäufer. Hinter ihnen stehen oft Strukturvertriebe mit einer pyramidenförmigen Hierarchie. Diese Unternehmen rekrutieren häufig bereits an Hochschulen neue Kunden. Neue Mitarbeiter werden oft dazu gedrängt, zunächst in ihrem Familien- und Freundeskreis neue Kunden zu gewinnen. Wenn du dein Geld einem Vermögensverwalter anvertraust, sieht Nikolaus Braun das kritisch und bezeichnet sie als teure und intransparente Selbstbedienungsläden.
Das Hauptproblem liegt darin, dass schlechte Finanzberatung in Deutschland systembedingt ist. Vertriebsprovisionen, die von Produktentwicklern gezahlt werden, führen zwangsläufig zu einem Interessenkonflikt bei den Beratern. Diese neigen dazu, Produkte zu empfehlen, die ihnen die höchsten Provisionen einbringen. Zudem ist die Bezeichnung unabhängiger Berater nicht geschützt, was bedeutet, dass nicht jeder, der sich so nennt, tatsächlich unabhängig ist. Dies kann zu einer finanziellen Beratung führen, die auf Kosten deiner Finanzen und im schlimmsten Fall auf Kosten deiner Lebensziele geht. Was also tun? Braun schlägt vor, unabhängig von den Empfehlungen der Finanzindustrie zu werden. Dies betrifft nicht nur Banken und Vermögensverwalter, sondern auch Finanzpublikationen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen in der Welt der Finanzratgeber, auf die du vertrauen kannst. Braun empfiehlt beispielsweise Klassiker wie die Werke von Gerd Kommer, Hartmut Walz und Martin Weber, sowie seriöse Blogs wie die von Holger Grote und Madame Moneypenny. Kernaussage 3: Lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. In diesem Abschnitt betonen wir die Bedeutung, sich nicht von seinen Emotionen im Umgang mit Geld leiten zu lassen, da sie oft der größte Feind sein können. Oftmals sind es unsere eigenen Emotionen und nicht die Finanzbranche, die uns in finanziellen Angelegenheiten im Weg stehen. Insbesondere zwei Emotionen, Gier und Angst, können bei Finanzentscheidungen besonders gefährlich sein. Die Gier verleitet viele Anleger dazu, kurzfristigen Trends und vermeintlich lukrativen Tipps nachzujagen, ihr Portfolio ständig umzuschichten und hohe Risiken einzugehen. Wenn Verluste eintreten, suchen sie nach einem Schuldigen, ohne zu erkennen, dass langfristiger Vermögensaufbau ein durchdachtes Gesamtkonzept erfordert. Hier ist es wichtig, sich an den zuvor erstellten Finanzplan zu erinnern. Es ist entscheidend zu verstehen, dass es keine risikofreie Anlage gibt. Und historisch gesehen sind negative Realzinsen keine Seltenheit. Die zweite gefährliche Emotion ist Angst, die besonders dann auftritt, wenn die Aktienkurse stark fallen. Viele Anleger neigen dazu, in Panik zu verkaufen, oft nahe des Tiefstkurses, und schwören, nie wieder Aktien zu berühren. Dies führt zu realen Verlusten und verhindert, von den Erholungsphasen der Märkte zu profitieren. Es ist wichtig, sich von Angst und Gier zu lösen und die langfristige Vermögensplanung im Auge zu behalten. Nikolaus Braun empfiehlt, mögliche Krisenszenarien im Voraus mit einem neutralen und unabhängigen Honorarberater zu besprechen, ähnlich wie bei einem Mann-über-Bord-Manöver auf einem Schiff. Je nach Risikobewusstsein bleibt die Vermögensanlage in einem Zielkorridor, selbst während eines Crashs. Dies hilft, nicht emotional, sondern diszipliniert zu reagieren und die langfristigen Lebensziele nicht in Gefahr zu bringen. Die Kenntnis solcher Szenarien erleichtert es, gelassen zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kernaussage 4: Setze deine Prioritäten bezüglich Liquidität, Rendite und Risiko. In diesem Abschnitt betonen wir die Bedeutung der Festlegung von Prioritäten in Bezug auf Liquidität, Rendite und Risiko, nachdem du deinen Finanzplan erstellt, die Spielregeln der Finanzindustrie verstanden und deine Emotionen im Griff hast. Nikolaus Braun empfiehlt, 4 Geldtöpfe einzurichten, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Diese können leicht über Tages- oder Festgeldkonten verwaltet werden, die liquiditätsschonend und risikoarm sind. Der erste Geldtopf ist für Notfälle reserviert, beispielsweise für den Fall eines plötzlichen Einkommensverlusts. Hier sollte genug Geld gespart sein, um 6 bis 9 Monate ohne Einkommen über die Runden zu kommen. Der zweite Geldtopf ist für mittelfristige Ausgaben wie Instandhaltung von Immobilien oder den Kauf eines Autos vorgesehen. Der dritte Geldtopf ist für lustvollen Konsum gedacht, also für Ausgaben, die dich glücklich machen, wie große Familienfeiern oder besondere Geschenke für deine Liebsten. Der vierte Geldtopf ist dein Depot und dient langfristigen Investitionen und dem Vermögensaufbau. In diesem Zusammenhang stehen Liquidität nicht mehr im Vordergrund, sondern Rendite und Risiko. Historisch gesehen haben Aktien langfristig positive Renditen erzielt, trotz der Herausforderungen durch Weltkriege, Ölkrisen und Finanzkrisen. Die Bestimmung deines Risikos sollte sich an deinen langfristigen Lebenszielen orientieren, nicht an kurzfristigen Schwankungen auf dem Aktienmarkt. Du kannst das Aktienrisiko auf 2 Arten beeinflussen: durch die Höhe deiner Aktienquote, also den Prozentsatz deines Vermögens, der in Aktien investiert ist, und durch eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg. Die optimale Aktienquote ist diejenige, bei der du selbst bei einem Aktiencrash ruhig schlafen kannst.
Es ist wichtig zu wissen, wie viel Verlust du maximal in Euro verkraften kannst. Bei einer Aktienquote von 60% würde sich dein Depotwert von 100.000 Euro auf 70.000 Euro verringern und es würde etwa 7 Jahre dauern, bis dein Depotwert wieder auf 100.000 Euro steigt. Zusammengefasst, erstelle 4 Geldtöpfe und überlege, wie viel Liquidität, Rendite und Risiko du für deine finanziellen Ziele benötigst. Dies sind die Grundlagen für deine Investitionen. Betrachte auch dein Einkommen und deine Ausgaben, um festzustellen, wie viel du überhaupt investieren kannst. Eine zu hohe Sparquote kann zu Einschränkungen in deinem Lebensstil führen, während übermäßige Ausgaben deine finanzielle Zukunft gefährden können. Kredite sollten vermieden werden, es sei denn, sie dienen dem Erwerb von Immobilien, da die Zinsen für Kredite oft höher sind als die Renditen einer risikolosen Anlage. Kernaussage 5. Stelle dein Depot einfach und kontinuierlich auf. In diesem Abschnitt wird die Idee betont, dass Geldanlage nicht kompliziert sein muss, wenn du zuvor sorgfältig über deine finanziellen Ziele nachgedacht hast. Es wird empfohlen, nur 2 Exchange-Traded Funds, ETFs, zu verwenden. Einen für Anleihen, Renten und einen für Aktien, um eine ausgewogene Anlagestrategie umzusetzen. Nikolaus Braun empfiehlt einen ETF mit kurzlaufenden Euro-Anleihen von Staaten mit guter Bonität, wie zum Beispiel den Euro Government Bond 1-3 Index, um Stabilität im Portfolio zu gewährleisten. Dieser Anleihe-ETF hat zwar keine hohe Rendite, bietet aber ein begrenztes Risiko. Für den Aktienanteil im Portfolio empfiehlt Braun einen weltweit diversifizierten ETF auf den MSCI World ACWI IMI oder den MSCI World ACWI SRI. Diese ETFs umfassen Tausende von Einzeltiteln aus Industrie- und Schwellenländern. Je nach persönlicher Präferenz kannst du deinen Aktienanteil weiter aufteilen, beispielsweise zu 75% in den MSCI ACWI, zu 15% in den MSCI World Small Cap und zu 10% in den MSCI Emerging Markets Core. Das Verhältnis zwischen Anleihen und Aktienfonds in deinem Portfolio hängt von deiner individuellen Risikobereitschaft und Renditeerwartung ab. Braun empfiehlt jedoch, nicht mehr als 70% des Portfolios in Aktien zu investieren, um auch in Krisenzeiten ruhig schlafen zu können. Du solltest etwa einmal jährlich überprüfen, ob das Verhältnis deiner Investitionen immer noch deinen Zielen entspricht. Wenn es um mehr als 10% von deinem Ausgangswert abweicht, solltest du es wiederherstellen. Durch regelmäßige Nachkäufe anstelle von Umschichtungen kannst du auch von Steuerstundungen profitieren. Es mag unglaublich klingen, aber du benötigst nur 2 ETFs, um ein langfristiges Portfolio aufzubauen. Einen Anleihe-ETF für Stabilität und einen Aktien-ETF für Rendite. Bei der Auswahl deiner Depotbank solltest du eine größere, etablierte Direktbank wählen, die einer Einlagensicherung oder einer Sicherungseinrichtung der Sparkassen oder Genossenschaftsbanken unterliegt. Dies stellt sicher, dass dein Kapital geschützt ist. Kernaussage 6. Schau über den Tellerrand, Versicherungen und Vorsorge. In diesem Abschnitt wird die Bedeutung von klassischen Anlageformen wie Lebensversicherungen und Immobilien sowie von Versicherungen und Vorsorgemaßnahmen hervorgehoben. Immobilienfonds werden aufgrund ihrer geringen Rendite, hohen Kosten und mangelnden Transparenz als teuer und intransparent angesehen. Der Kauf einer Immobilie bedeutet, einen Großteil deines Vermögens in eine einzige illiquide Anlageklasse zu stecken, was die Diversifikation einschränkt. Außerdem sind vermietete Immobilien als Kapitalanlage mit behördlichen Auflagen, staatlichen Eingriffen und möglichen Mietstreitigkeiten verbunden. Die Verwaltung erfordert Zeit und Geld und die Spekulation auf steigende Immobilienpreise birgt Risiken. Im Falle einer selbstgenutzten Immobilie können Diversifikation und Flexibilität ebenfalls eingeschränkt sein und es kann im Fall von Scheidung oder Erbschaft zu Konflikten kommen. Der Autor schlägt daher vor, ein Eigenheim nicht als Kapitalanlage, sondern als Lifestyle-Entscheidung zu betrachten. Kapitallebens- oder Rentenversicherungen werden als teuer und illiquide angesehen und es wird empfohlen, solche Produkte nicht abzuschließen oder bestehende Verträge zu kündigen oder beitragsfrei zu stellen. Trotzdem sollten einige Versicherungen in Betracht gezogen werden, insbesondere Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung und gegebenenfalls eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn deine Arbeitskraft dein Haupteinkommen ist. Eine Risikolebensversicherung kann Sinn machen, wenn du andere Personen wie Kinder oder Partner versorgen musst. Es wird empfohlen, sich an einen unabhängigen Versicherungsberater zu wenden, der auf Honorarbasis arbeitet.
Darüber hinaus werden wichtige rechtliche und vorsorgliche Maßnahmen wie Eheverträge, Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Testamente hervorgehoben. Diese Maßnahmen sollten in Betracht gezogen werden, selbst wenn sie unangenehm erscheinen, da sie im Falle von Schicksalsschlägen oder im Alter von entscheidender Bedeutung sein können. Die Autorin empfiehlt, alle 10 bis 15 Jahre zu überprüfen, ob diese Verfügungen noch zu deiner aktuellen Lebenssituation passen oder angepasst werden müssen. Zusammengefasst wird betont, dass andere Geldanlagen nicht unbedingt erforderlich sind, aber die Beschäftigung mit dem Thema Vorsorge von entscheidender Bedeutung ist. Es wird empfohlen, kompetente und unabhängige Berater wie Mediziner oder Fachanwälte zu konsultieren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Schenkungen sollten gut durchdacht und ohne übermäßige Kontrolle erfolgen, um die Lebensqualität aller Beteiligten zu erhöhen. Kernaussage 7. Gib Geld aus, um Lebensqualität zu gewinnen. In diesem Abschnitt wird betont, wie wichtig es ist, Geld auszugeben, um Lebensqualität zu gewinnen. Oftmals fällt es Menschen schwer, nach jahrelangem Sparen und Zurückstellen von Wünschen den Gedanken umzukehren und ihr Vermögen für die Verwirklichung ihrer Lebensziele zu nutzen. Es wird empfohlen, sich klarzumachen, warum Geld gespart wird. Durch die Einteilung in die drei Geldtöpfe, Notfall, mittelfristige Ausgaben, lustvoller Konsum, wurde bereits verdeutlicht, dass es auch wichtig ist, Geld für Erlebnisse auszugeben, von denen man später noch zehren kann. Es ist erlaubt, sein Vermögen zu konsumieren, um seine Lebensträume zu verwirklichen. Dies kann beispielsweise bedeuten, früher in den Ruhestand zu gehen, um ein Hobby zu verfolgen oder die Welt zu bereisen. Um sicherzustellen, dass das Geld bis zum Lebensende ausreicht, um den gewünschten Lebensstandard aufrechtzuerhalten, empfiehlt der Autor drei Sicherheitsnetze. Sicherheitsnetz 1 – Langlebigkeitsrisiko. Hier wird mit der optimistischen restlichen Lebenserwartung gerechnet. Sicherheitsnetz 2 – Reale Rendite von Null. Es wird angenommen, dass die Zinsen so hoch sind wie die Inflation, um auf Nummer sicher zu gehen. Sicherheitsnetz 3 – Cashkonto. Der Notfallgeldtopf aus vorherigen Abschnitten wird modifiziert und dient nicht mehr nur für Notfälle, sondern auch für den Lebensunterhalt. Dieser Topf sollte so gefüllt sein, dass er für 5 Jahre reicht. Hierbei ist wichtig zu wissen, wie viel Geld monatlich benötigt wird, abzüglich anderer Einnahmen wie Rente. Das Ergebnis, multipliziert mit 60, sollte auf das Cashkonto fließen. Nach einem Jahr mit Aktiengewinnen sollte das Cashkonto wieder aufgefüllt werden. Dies ermöglicht, selbst mehrjährige Krisen zu überstehen, wenn das Portfolio beispielsweise eine Aktienquote von 50% hat. Es wird darauf hingewiesen, dass Geld in Zeit verwandelt werden kann, indem es für Lebensträume ausgegeben wird. Hierbei helfen die drei Sicherheitsnetze, um sicherzustellen, dass das Geld bis zum Lebensende ausreicht. Wenn du Kinder, andere Menschen oder Stiftungen unterstützen möchtest, sollte deine finanzielle Planung auch diese Ziele berücksichtigen, um sicherzustellen, dass ausreichend Geld vorhanden ist, um auch anderen bei ihren Lebensträumen zu helfen. Zusammenfassung zum Buch Über Geld nachdenken von Nikolaus Braun. Dieses Buch bietet wertvolle Denkanstöße und Strategien für einen bewussteren Umgang mit Geld, um Lebensqualität zu erhöhen und seine Lebensträume zu verwirklichen. Die Kernaussagen des Buches umfassen: Erstens die Bedeutung eines finanziellen Kompasses. Bevor man sich mit Geldanlage befasst, sollte man seine persönlichen Werte, Ziele und Prioritäten in Bezug auf Geld definieren. Ein finanzieller Kompass dient als Leitfaden für die richtige Anlagestrategie. Erstens, hinterfrage die Spielregeln der Finanzbranche. Vertrauen in Finanzberater und Dienstleister kann zu Interessenkonflikten führen. Es ist wichtig, sich von den Empfehlungen der Finanzindustrie unabhängig zu machen und nach verlässlichen Quellen zu suchen. Erstens, lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Gier und Angst sind die gefährlichsten Emotionen bei Finanzentscheidungen. Es ist wichtig, diese Emotionen zu erkennen und ihnen nicht nachzugeben, sondern diszipliniert zu handeln. Erstens, setze deine Prioritäten bezüglich Liquidität, Rendite und Risiko. Die Aufteilung des Vermögens in verschiedene Geldtöpfe und die Festlegung der richtigen Aktienquote sind entscheidend, um die langfristigen Ziele zu erreichen. Erst stelle dein Depot einfach und kontinuierlich auf. Eine einfache Anlagestrategie mit passiv gemanagten Indexfonds kann eine effektive Möglichkeit sein, um Vermögen aufzubauen. Erste Schau über den Tellerrand, Versicherungen und Vorsorge. Klassische Anlagen wie Lebensversicherungen oder Immobilien werden kritisch betrachtet.
Die Bedeutung von Haftpflichtversicherungen, Krankenversicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherungen wird betont. Erstens, gib Geld aus, um Lebensqualität zu gewinnen. Geld sollte nicht nur angespart, sondern auch für die Verwirklichung von Lebensträumen eingesetzt werden. Es wird empfohlen, Geld in Zeit umzuwandeln und dabei drei Sicherheitsnetze zu berücksichtigen. Zusammengefasst betont das Buch die Bedeutung eines bewussten und ganzheitlichen Ansatzes in der finanziellen Planung, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Der finanzielle Kompass, die Geldtöpfe und die Sicherheitsnetze sind praktische Werkzeuge, um dieses Ziel zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!